Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nick Frei Zockt, Fußball Manager 13 im Mikromanagement. Wir sind hier bei Werder Bremen in der ersten Bundesliga und wir haben ein Spiel am Samstag. Und zwar ist der vierte Spieltag, glaube ich. Ja. Das ist der vierte. Ja, genau, der vierte Spieltag gegen Hannover 96. Wir wollen hier natürlich das, was wir vor kurzem erreicht haben, wiederholen. Wollen nochmal einen Sieg einfahren nach zwei Niederlagen, die wir einfahren mussten. Und möchten weiter in der Tabelle nach oben klettern. Hannover 96 ist auch noch ein direkter Konkurrent, sprich, die haben drei Punkte, wir haben drei Punkte und mit einem Sieg könnten wir uns schon wieder von denen absetzen und uns weiter oben positionieren. Vermutlich. Ob das gelingt? Keine Ahnung. Wird man sehen. Die Mannschaft, die wir haben, die lässt es auf jeden Fall zu, würde ich persönlich behaupten. Also zumindest das, was ich gesehen habe, war nicht so schlecht. Junuzovic will ich direkt einsetzen und Drinks auf die Bank nehmen. Arnautovic und Elia wurden schon ein bisschen besser auf ihren Positionen. Ich vermute, das liegt einfach daran, dass die momentan keine Eingespieltheit haben und durch das Spielen auf der Position jetzt peu à peu Stärkepunkte sammeln werden, weil sie eingespielter werden, wenn wir sie dort spielen lassen, wo sie dann derzeit spielen. So. Was haben wir sonst noch Schönes zu tun? Was können wir sonst noch machen, um das Ganze hier ein bisschen nach vorne zu pushen? Wir könnten hier die Stürmer tauschen. Das hatten wir im letzten Spiel auch gemacht und hatten dann gesagt, okay, wir passen das Ganze ein klein wenig an mit den Anweisungen. Der soll ohne Gegenspieler sein. So war's. Und dem passt. Und der hier, der soll Vorstöße machen und soll steil gehen, beziehungsweise soll er steil gehen, ja genau, soll steil gehen und soll Vorstöße machen. Und so werden wir das Team jetzt auflaufen lassen gegen Hannover 96. So, wir gehen mal hin, geben mal wieder 10.000 Siegprämie. Wir wollen ja gewinnen, wir wollen ja was erreichen. Muss man ein bisschen in die Tasche greifen. Und die spielen auch dummerweise mit zwei Sturmspitzen und mit zwei Defensiven. Ach du lieber Himmel. Rani Khedira haben die in ihrer Abwehr stehen. Okay. Gerade mal schauen. Ja, passt aber soweit. Wir können eventuell auch noch mal ein bisschen der Liga demnächst wildern gehen und den ein oder anderen guten, talentierten Nachwuchsspieler auf unsere Seite holen. Also wenn ich das hier zum Beispiel schon wieder sehe, alter Schwede. Wo hat man den Hammer denn her? Ablösefrei aus Lautern geholt. Nee. Für 3,8 Millionen aus Lautern geholt und dann über 96 Spiele selbst aufgebaut. Das ist natürlich mal ein Hammer, ne? So ein 83er Linksverteidiger. Da können wir nicht mithalten. Das ist schon den ja Starspieler, würde ich sagen. Also wenn der ausfallen würde, hätte ich da nichts dagegen. Gut, was soll man großartig noch erklären? Was soll man noch groß sagen? Ekici haben wir auch noch. Den sollten wir vielleicht auch mal ins Spiel bringen. Der kann ja auch offensives Mittelfeld spielen. Oh nee, der ist da aber nicht so prickelnd wie unser Kollege, den wir da derzeit haben. Ja gut, also dann Ekici doch erstmal noch auf die Bank. Oder beziehungsweise auf die Tribüne, den nehmen wir gar nicht erst mit. Ja. Ist halt so ein kleines Problem. Ach du lieber Himmel, hier gibt's ja schon wieder neue Talente. Eieieiei. So, nach Hause schicken. Nach Hause schicken. Irgendwer hat gesagt, ich muss jetzt gerade mal gucken. Hier, Bremen 1, Düsseldorf 17 Treffer. Da hieß es, das wäre so gewertet worden, weil wir keine Mannschaft auf dem Platz gehabt hätten. Das stimmt nicht. Hast du keine Mannschaft auf dem Platz, verlierst du 0-3.
Also machst immer 0-3. Du kriegst 3 Gegentore, wenn du nicht antrittst. Und das machst du, wenn du, naja, scheiß Mannschaft hast. Das ist natürlich schon ein großer Knaller. Unsere A-Jugend reißt gar nichts. Die ist sowas von schlecht. Das hat übrigens nichts damit zu tun, dass ich die hier alle rausschmeiß, sondern es hat was damit zu tun, die sind einfach nicht gut. Also ich meine, guckt's euch an. Wir haben in der B-Jugend 51er und 54er, sogar 63er Spieler und wir haben hier Spieler 42, 47, 42, ne? Der Beste ist 52. Das sind alles Leute, die zwar ein Riesentalent haben, aber wenn die sich nicht massiv steigern, können wir davon keinen in die erste Mannschaft übernehmen. Keinen. Noch nicht mal die zweite. Ist ein Drama. Weiß ich. Aber was willst du machen? So, ich muss hier die Verletzten mal raushauen. Ich könnte natürlich auch die Aufstellung einfach vom Jugendtrainer machen lassen, was nicht viel anders wäre, als wenn ich da drin rummenge. Allerdings hätte es einen großen Nachteil. Wenn ich das mache, dann, wie soll ich das am besten erklären? Dann haben wir das Problem, dass, ich weiß nicht, wie ich das richtig erklären soll. Dann mich, der uns die Mannschaft immer nach den stärksten Spielern und nicht nach den talentiertesten. Und dann haben wir plötzlich die Situation, dass da irgendwie ein Ein-Sterne-Spieler, weil er ein Pünktchen besser ist wie ein Vier-Sterne-Spieler, auf dem Platz steht. Und die müssen wir dann immer wieder rausschmeißen, ersetzen und so weiter. Und das mag ich nicht und deshalb mache ich das nicht. So, gucken wir mal, ob es für die Neuen hier noch irgendwie Mentoren gibt, die irgendwie helfen. Zum Beispiel bei Robustheit. Was haben wir hier für einen? Was braucht der? Kurzpassspiel, das ist seine Stärke. Was sind seine Schwäche? Pro. Der muss auch eine Schwäche haben hier, das gibt's sogar nicht. Ja, Zweikampf oder Schusskraft. Machen wir mal Zweikampf. Und setzen da mal... Boah, den Schulz ein. Und noch einen Privatlehrer. Passt auch noch. So. Dann haben die wieder mal alles, was sie haben sollten. Hier unten haben wir, einen defensiven Mittelfeldspieler, der ein gutes Talent hat. Ja, hier sind wir langsam an dem Punkt angekommen. Da wird es bald keinen Nachschub mehr geben. Das ist aber auch okay so. So, das sind 40er. Und in dem Moment jetzt sind alle Plätze belegt und deshalb werden jetzt nicht mehr Leute einfach rausgefiltert. Ja, da haben wir jetzt ein klitzekleines Problem. Das heißt, wir müssen jetzt hier wirklich den Weg gehen, dass wir hier uns Spieler zusammen scouten, sage ich mal. So, immer wie erste Mannschaft. Oder aktuelles Spielsystem und dann wie erste Mannschaft. Machen wir es einfach mal so. So, da hat er ein bisschen umgestellt, wie es aussieht. Soll mir aber eigentlich ganz recht sein. Was mir nur nicht passt, ist, dass der Rechtsverteidiger auf die Linksverteidigerposition gesetzt wird. Wenn wir keinen Rechtsverteidiger haben, dann kann er dann doch spielen. So, der Rest passt eigentlich soweit. Hat er irgendwie alle untergebracht, finde ich auch mal interessant. Wir hatten ja Leute vorher, die auf der Bank gesessen haben. Jetzt stehen die auf dem Platz. So, wie gesagt, hier sind wir eigentlich soweit durch. Interessant ist auch, alle Leute, die hier einen Pfeil haben, steigen in der nächsten Saison in die A-Jugend auf. Und dann wird's interessant. So, mittlerweile haben wir in Deutschland zumindest die beste Jugendarbeit. Und international sind wir schon auf Platz 6 nach vorne gedrungen.
weil wir mittlerweile ein ziemlich gutes B-Jugend-Team haben, würde ich mal sagen. Das wird der Grund sein. So, ich bin auch hier am Überlegen, ob wir umstellen sollen. Es ist gerade ein bisschen, ich versuche mal. Das hier gerade abzuspeichern und dann versuche ich jetzt mal hier wie die erste Mannschaft aufzustellen. Und dann die Leute da entsprechend zuzuordnen. Gelingt mir das? Irgendwie schon. So, wir setzen mal den hier ein. Dass der mal ein bisschen Erfahrung kriegt. Ist ja ein bisschen besser talentiert. Macht keinen großen Unterschied. Ob Serrano da drin steht oder Strebinger. Macht für uns in der zweiten Mannschaft nicht einen großen Unterschied. Was allerdings einen großen Unterschied macht, ist mit dem Wilke. Den will ich natürlich auf dem Platz haben. Das ist geht mal gar nicht, dass der nicht auf dem Platz steht. Der ist ein 61er UM. Was müssten wir denn mit dem trainieren, wenn wir aus dem richtigen OM machen wollten? Da hat er Problemchen beim Torriecher, beim Dribbling, bei Volleys und bei der Kopfballpräzession. Also, Problemchen bei den Dribblings, beim Torriecher, bei den Volleys und bei der Kopfballpräzession. Das sagen sie uns, ne? Dass das so wäre. Dann würde ich sagen, trainieren wir den erstmal auf 70 bei Volleys, dann 70 Dribbling, 70 Torriecher und 70 Kopfballpräzision. Da bin ich mir nicht so sicher, ob wir das da schon direkt steigern sollten. Und dann packen wir unten noch einen offensiven Mittelfeldspieler drauf. Auf 100. Und ja, ich sag mal, das steigern wir dann auch schon mal entsprechend weiter oben. Damit wir den hier relativ schnell dort zum Einsatz bringen. Es sind 8 Punkte, die da fehlen. Oder es sind 8 Stärkepunkte, die uns verloren gehen, weil er das nicht trainiert hat. Ja, also eigentlich wäre der schnellste Weg, wenn wir sagen würden, mach da mal. So. Und damit sich das schneller steigert, setzen wir den auch direkt ein. So, und dann kriegen wir aus dem einen schönen offensiven Mittelfeldspieler gemacht. Und dafür hat das Talent und das Alter und werden wir schon geschafft kriegen, dass der gut wird. Gut, was haben wir sonst noch zu tun? Wir gucken nochmal schnell in die Finanzen, passt. Wir gucken nochmal hier schnell ins Merchandising. Passt. Irgendjemand hat mir da irgendwas gesagt, was ich tun soll und ich habe vergessen, was ich tun sollte. Kein Plan. Ich habe es schon wieder verdrängt. Sorry dafür, ich habe es verdrängt. Weg war's. Pum. Einfach weggeraucht, mein Hirn. So, Jugend-Scouting fangen wir natürlich oben an, ja. Jugendturnier beobachten, macht mal einer unserer besseren. Ah, das ist doof. So, Liga-Scouten soll dann der hier machen. Fußball-Tennis beobachten. Ja, also ich bin echt langsam überlegen, ob wir da überhaupt großartig noch weiter scouten sollten. Ich glaube, wir machen das jetzt einfach mal so, ja, abbrechen. Feriencamp veranstalten darf unser Torwarttrainer machen. Kleinfeldturnier beobachten, das darf dann auch der hier machen. Und Auswahltraining beobachten, ja, dummerweise sind da noch welche unterwegs. Einen brauchen wir, der unseren nächsten Gegner scoutet. Und ich glaube, mehr Scouts gehen nicht, oder? Wir haben sie voll. Genau.
Naja. Ja, hier sieht man, wir haben ja einige, die wir gescoutet hätten oder die wir am Scouten sind. Und ja, müssen wir auch mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Ansonsten würde ich sagen, Infrastruktur, wie sieht's aus? Wir bauen, Anzahl Toiletten. War ein bisschen niedrig, würde ich mal sagen. Wie kommt's? Naja, aber eigentlich müsste das ja... Na gut, besucht ist 41.000 Zuschauer. Ja, da müssen wir mehr Toiletten aufbauen. Brauchen wir 14 Stück. Können wir auch hier ein bisschen mehr reinpumpen. Wir haben aber Plus gemacht. So ist es nicht. Gut, bei 40.000 würde ich sagen, können wir da auch mal hochgehen auf 15.000. Was ich gerne mal wissen würde, Toiletten 42.000. Bin ich gerade mal gucken. Ja, aber das hatten wir doch. Und trotzdem war es zu wenig gegen Köln. Wir hatten gegen Köln fast volles Stadion. Und im fast vollen Stadion haben wir alle Stadionhefte verkauft. Versuchen wir es mal mit 16.000 hier. Und mit 17.5 hier. Ja. Wollen wir mal einfach mal 20.000 hier. So, wird sich schon ausgehen. Das ist jetzt aber seltsam. Normalerweise sagt man ja, dass das hier grob übereinstimmt. Toilettenanlage genügt für 3.000 Zuschauer. Kostet 3.000, also sind es 42.000 und kommen ja nur 41.390. Sollte eigentlich passen. Keine Ahnung, warum es noch nicht gepasst hat. Wir versuchen es weiter irgendwie unter Kontrolle zu kriegen. Ja, finanziell haben wir böse abgebaut. Boah, was trainieren wir? Gehen wir einfach Golf spielen. Sie ist immer noch glücklich wie am ersten Tag und ich stelle mir die Frage... Wir können mal tanzen gehen. Gucken, was er dazu sagt. So. 5,5 Millionen haben wir, haben ein Haus im Grünen, alles bestens, 20.000 sind die monatlichen Mieteinnahmen. Dazu kommen noch 52.000 monatliche Software-Sponsoreinnahmen. Da bin ich mal gespannt, ob sich da demnächst dann noch was entwickelt, damit das Ganze ein bisschen weiter nach vorne geht. Gut, dann würde ich sagen, haben wir den Punkt erreicht, nach gigantischen 18 Minuten Aufnahme, dass ich mal ein bisschen weiter drücke. Siegprämienaussicht, das ist schick. Nehmen wir gar mit. So, Jugendspieler entdeckt, hört sich immer gut an. Offensives Mittelfeld, 4 Sterne. Frohe Natur, Diva, Tripler, Rechtsfuß. Ja, passt, würde ich sagen. Verpflichten war. Spitzenspiel, zweite Mannschaft gegen Bayern München 2 spielen so. Na, das gibt ein Fiasko, glaube ich. Na gut, man wird sehen. So, hier können wir mal wieder so ein bisschen laufen gehen. So, dann haben wir hier wieder Champions League Gruppenphase. Keine Ahnung. Wir gucken gerade mal so ein bisschen die Gruppen durch. Blätter das mal nach oben, weil dort die Spielergebnisse stehen. Oh, Dortmund verliert gegen Manchester City und Borussia Mönchengladbach, die gewinnen gegen Lokomotiv Moskau. Und da haben wir wieder nichts Deutsches dabei.
Bayern München gewinnt 5:0 gegen Olympique Marseille. Ja, das ist eine Mannschaft, das ist abartig. Basel 1:4 gegen Olympiakos Piräus. Das passt schon. Ja. Soweit alles geschafft. Und dann klicken wir uns da zum Spieltag. Den schaffen wir allerdings in der Folge vermutlich nicht mehr. Mir rennt langsam ein bisschen die Zeit davon. Oh, Europa League war auch noch. Na super, warum waren wir da deutsche Mannschaften dabei? Hannover 96 gewinnt 2:1 gegen Athletic Bilbao. Die kennen wir, die Jungs. Die haben auch schon ein paar Mal gespielt. Oh, Hoffenheim 2:0 gegen Linfield. Schalke 3:0 gegen Standard Lüttich. Manchester City Manchester United ist in Gruppe I von der Europa League. Haben es nicht in die Champions League geschafft. Sehr ungewöhnlich. Und Inter Mailand ist auch hier unterwegs. Und spielen 1:1 gegen RSC Anderlecht. Unglaublich. Gut, das war die Europa League. Nee, schaffen wir nicht mehr, heute noch das Spiel durchzudrücken. Ihr seht die Uhrzeit. Ich habe mich ein bisschen verspekuliert von der Zeit heute. Es tut mir leid. Ja, das Drama. Ja, ich habe zu viel Banish gespielt. Ich gebe es offen zu. So, dann haben wir hier Werder Bremen gegen Hannover 96. Heute am vierten Spieltag. Und ja, da bin ich gespannt, wie wir uns da anstellen. Ob es uns gelingt, die zu schlagen. Ob es uns wirklich gelingt oder nicht oder wie auch immer, das sehen wir dann allerdings in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Nick Frey zockt Fußball Manager 13 im Mikromanagement. Bis dahin noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bye bye.